So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir die Level von Sonne gespielt und heute schauen wir uns, je nachdem, wie weit wir kommen, Dark und Lux an. Wir fangen mit Lux an, weil der hat weniger Level. Dann, vielleicht kriege ich zumindest ihn in den Part unter. Je nachdem, wie lange halt die Level dauern, das weiß ich natürlich nicht. Also, Armstrong ist sein erstes Level hier gewesen. Works best in Singleplayer since the level uses arms. 17,76%, 39 Sekunden. Klingt doch spielbar. Schauen wir mal rein. Okay, also das lassen wir erstmal fallen hier. Und hopp. Da timen wir ein bisschen. Ah, da kann ich aber am Rand runter. Dann lasse ich den hier fallen und gehe hier direkt hoch. Kriege ich hier noch was? Nein, okay. Da muss ich da runter. Mal ein bisschen schwingen, dass ich gleich da rüberkomme. Und da warten wir kurz. Die kommt aber wahrscheinlich wieder runter. Jawohl. Dann gehen wir gleich weiter. Dann bekommen wir einen Schuh und müssen wahrscheinlich schwingen und abspringen. Jawohl. Checkpoint. Okay. Da hätte ich jetzt einen Pilz bekommen können, aber ich habe ja schon. Bin ja schon versorgt mit Pilzen. Das war doof. Oh boy. Da hochkommen wird gar nicht so einfach. Oho. Oho, oho. Da hochkommen wird nicht so einfach. Oh boy. Alter. Das war ein interessanter Sprung. Oh je. Okay, das hier sieht schon besser aus. Ich möchte bitte dich nochmal so den Sprung wie in der Mitte haben. Der war unschön. Oh weia, jetzt kommen ganz viele. Ich hänge mich mal den ersten ran, I guess. Und dann versuche... Oh, wait. Ich muss irgendwie hier rüberkommen. Oh, no. Ah, ich verstehe. Oha. Yes. Und rüber. Und hoch. Und in die Röhre. Eieieiei. Ah ja, und das war's. Schön. Ja, schon ein anspruchsvolles Level. Schon anspruchsvoll. Vor allem dieser Sprung mit den Springboards an der Seite. Da bin ich ein bisschen in Schleudern geraten. Aber schön. Sehr schön. So. Dann haben wir Swamp Forest Puzzle. A puzzle level using Swamp. Single player recommended. 17 von 276 haben es geschafft. 1 Minute 7 Mauls hat den Weltrekord. Okay. Was hast du für ein Puzzle gebaut? Da gibt es erstmal einen Pilz. Wenn man ihn denn bekommt. Oh mein Gott. Oh wait, ich will... Ach so. Ich will gar nicht an die Münze daran. Da drüben will ich in die Tür. Got it. Wir triggern den einfach nur an und dann machen wir uns hier den Weg schon mal auf. Zack. Ja gut, das war nicht so klug. Ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht. So. Zack. Runterwärts. Jetzt geht's nach oben. Nee, geht's nicht. Ah, jetzt mache ich den kaputt und jetzt kann ich runter. Der kommt runter, der interessiert mich nicht weiter. Die will ich jetzt Stück für Stück hier loswerden. Ah, das... So rum wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich drauf landen. Okay. So. Plopp. Wir werden mal versuchen, den Pilz zu behalten. So. Okay. Runter. Ja, das war jetzt nicht so gut. Aber egal. Zack. Runter. Zack. Runter. Machen wir es halt. Gehen wir halt auf Nummer sicher. Warum denn nicht? Und dann können wir hier oben rein. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Da haben wir einmal einen Cooper. Nein! Das war, glaube ich, nicht so gut.
Hierfür brauche ich den Koopa, nicht für den Block da oben. Aber jetzt kann ich mich nicht... Ja, jetzt sitze ich fest. Ich komme nicht zurück, ich kann nicht resetten. Okay. Ich habe zumindest keine Möglichkeit gesehen zu resetten. Aber da ich den Pilz hier unten eh verloren habe, kann ich ihn auch gleich am Anfang verlieren. Und muss nicht auf die Tür warten. Zack. Zack. Und zack. So. So weit, so gut. So. Dann geht der jetzt runter. Oh, ich... würde aber gern den killen. Jetzt haben wir aber wieder das Problem. Also ich könnte ja mich durch damit spusen, wenn ich den Pilz noch hätte. Damit löse ich zwar nicht das Puzzle, aber schaffe das Level. Vielleicht. Oh wait, ich kann den auch hier schon... Kann ich den hier schon killen? Ne, der kommt ja wieder, ne? Die kommen ja wieder, das sind ja... Aber ich verliere den Pilz, das ist das Problem. Ich kann den, glaube ich, nicht gut behalten. Außer ich mache das mit einem besseren Timing, keine Ahnung. So. Der On-Off muss auch so sein, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Jetzt gucken wir mal, was in dem Block hier drin ist. Vielleicht ist der ja doch essentiell wichtig. Halt doof. Alles klar. Gecheckt. Hopp. 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 Einmal nach oben mit dir. Und ab dafür. Und jetzt zieht er hier durch. Und ich auch. Oh, ich hätte das mit... Ich hätte es mitnehmen können. Oh, oh, ich hoffe, ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht. Okay. Gut. Haben wir doch das Puzzle noch gecheckt. Ich habe halt nicht in den Block geschaut. Also ich konnte es eigentlich noch nicht checken, solange ich nicht in den Block schaue. Insofern, ja. Hat dann schon alles funktioniert, wie es gedacht war. Wenn man halt nicht so doof ist und die Shell kaputt macht oder die Shell anderweitig verwendet, dann ist das alles in Ordnung. Gut. Castle of Stones. Hat auch Mauls den Rekord. A pretty hard level based on swamps. It's jump and run focused. 1,31%. 7 von 531. Oha. Jetzt aber. Jetzt legen wir aber los hier. Jetzt legen wir aber los hier. Oh boy, ich hab's falsch... ich hab's falsch interpretiert. Okay. Okay, so weit, so gut. Am Anfang haben wir schon mal gesehen. Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Wieso mache ich's jetzt falsch? Am Anfang habe ich's richtig gemacht. Eieiei. So. Runter mit dir, runter mit dir. Rüber mit mir. Hat nicht funktioniert. Nochmal. So, besser. Was ist eigentlich... Wollte ich noch nicht. Ich wollte eigentlich noch nicht... Ah! Schlechtes Timing. Passt. Grad... Oh, grad so gerettet. Uff. Okay. Ich verstehe, was du von mir willst.
Oh, ich hätte die... Ich hätte den killen müssen, ne? Aber ich hab's bald das Ding gedrückt. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich habe das Ding zu bald gedrückt. Ah, du musst weg, du dummes Ding. Ist da oben eigentlich irgendwas? Nein, da kann ich auch nicht drüber, ne? Nee. Ja, RIP. So reicht's ja sogar auch. Was mache ich wieder da so einen Stress? Was mache ich wieder da so einen Stress? Das geht ja viel einfacher. So. Ah ja, ich verstehe es. Okay. Das lässt sich aber auch viel einfacher machen, oder? Müsste doch viel... Wartet mal kurz. Müsste ich besser hinbekommen können. Ohne den ganzen Weg danach gehen zu müssen, glaube ich. So, du gehst jetzt... Nein, der andere soll runter. Ah, der soll runter. Ja, genau so. Okay, du fällst. Ich meine, es ist ja schon gut, dass er den Fallschirm gegeben hat. Dadurch macht es das Ganze schon mal angenehmer. Deutlich angenehmer. Ich müsste eigentlich... Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Es müsste funktionieren. Oh boy. Ja, tschüss. Das hat nicht hingehauen. Nein, jetzt habe ich schon wieder Quatsch gemacht. Hör auf, Quatsch zu machen. So. Gut. Rein da. Hopp. Und durch. Und durch. Okay. Ja, wir machen es einfach, wie es gedacht ist. Warum nicht? So, jetzt warte ich hier. Ach so, ich muss sogar warten. Nein, wie ich es machen wollte, es wäre falsch. Es würde nicht funktionieren. Ich muss die ja zurückschicken. Gottet. So, der fährt jetzt bis... Ja, jetzt passt die Geschichte. Jetzt mache ich den nämlich kaputt. Und dann kann ich mit dem zurückfahren. Jetzt fahre ich da nämlich hier durch. Und habe meinen Checkpoint. Nice. Das hat nicht funktioniert, wie ich das wollte. Ich dachte, der wird da nicht getriggert an der Stelle. Aber er wurde getriggert. Oh boy. Aber so hat es soweit funktioniert. Das hat schon mal alles hingehauen. Ja, das ist besser. Das, was ich wollte. Jetzt bin ich hier. So, soweit, so gut. Der schiebt den da rüber. Und jetzt kann er nämlich hier runter den Kram kaputt machen. Ah, nicht springen! Nicht springen! Einfach runterlaufen! Einfach runterlaufen! Es ist alles gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Ah, was mache ich denn? So, zack. Nee, nee, nee! Not like this. Das hat nicht funktioniert. Das Blöde ist, jetzt sind da oben die Blöcke schon kaputt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch funktioniert. Oh, das geht natürlich auch. Ich brauche den gar nicht. Ha! Ha, das geht ja so. Das geht ja viel einfacher. Null. Okay, so, zack. Mach kaputt.
Und jetzt gehen wir erst drüber. Okay, jetzt muss ich wieder springen. Der macht hier eine Treppe. Und dann, ah, der geht in die andere Richtung. Ich dachte, auf dem kann ich jetzt entlang fahren. Nix war's. Der hat nicht das gemacht, was ich dachte, dass er machen würde. Ich brauche die Swamps da unten gar nicht. Ich komme auch so hoch. Der löst sich zwar automatisch aus, aber der interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, wenn ich Quatsch mache, interessiert er mich schon, aber eigentlich interessiert er mich nicht. Ich kann ja das hier machen. So, ganz langsam und ruhig. Hier einmal drüber springen. Dann Ruhe hier hoch. Und der kommt hierher. Das habe ich nicht wahrgenommen. Und jetzt sind das hier. Ja, das sind alles Fallschirme. Nicht so! Not like this! Ich wollte keinen Weitsprung machen. Das ist echt nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich mache nur Quatsch. Ist aber echt ein cooles Level. Sehr schöne Ideen. Mit eingebaut. So, komm her jetzt. Zack. Ich muss ein bisschen rüber, weil ich muss ein bisschen die anspringen, dass die lostriggern. Sonst geht's nicht. Es reicht nicht, am Rand zu stehen. Es reicht nicht, am Rand zu stehen. So. Hier reicht es, am Rand zu stehen. Aber da eben nicht. Oh, die Stelle ist nicht so schwer. Was mache ich denn? Und warum tue ich es? Oh boy. Das hat nicht hingehauen. So. Zack. Hopp. So. Komm her. Jetzt mal mit bisschen mehr Ruhe. Ich hab genug Zeit. Also der fällt halt wirklich nicht so schnell. Na, jetzt wird's aber doch ein bisschen kritisch. Da ist direkt das Ziel. Willst du mich veralbern? Ich bin jedes Mal vorm Ziel gestorben. Willst du mich komplett veralbern? In Evil Conquest 2 sterbe ich jedes Mal vorm Ziel bei denen in ihren Leveln. Und hier auch. Natürlich. Aber sehr schön. Wirklich sehr schönes Level. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Okay. Cool. Sehr cool. Wie lange nehmen wir auf? 20 Minuten. Dann würde ich sagen, fangen wir noch mit Dark an. Ne? Weil jetzt haben wir alles von Lux durch. Dark hat ein paar mehr Level, gucken wir uns halt und zoomen uns ein paar kurze raus. Was haben wir hier? 1,33, 2,16. Das ist nicht das, was ich als kurz bezeichne. 16,30, 4,3, das klingt schon besser. 13,33, 35 klingt auch gut. Okay, mach mal die zwei mittleren und die anderen zwei. Hallo? Ja, die anderen zwei beim nächsten Mal. Gehen wir hier rein. Spike Ball Scramble. Wo sind die Spike Balls? Da ist erstmal ein Pilz. Da sind die Spike Balls. Da sind mehr Spike Balls. Wow. Und
da kommt einer raus und der wird jetzt hier gleich alles aufdrehen für mich. Vielen Dank. Und dann macht er sich selber kaputt. Da kommt auch wieder einer raus und der wird jetzt hier aufdrehen und dann macht er da kaputt. Jetzt macht der hier kaputt. Das ist cool gebaut. Da gibt es einen neuen Pilz, jawohl. Wie erhofft. Allerdings nehme ich ihn halt nicht mit. Ist okay. Dann halt nicht. Kein neuer Pilz für mich. Dafür kriege ich hier einen neuen Pilz gleich wieder. Ah, schade. Oh, dafür kriege ich das Ziel. Ja, das war tatsächlich sehr kurz. Aber schön. Das ist wirklich die Definition von kurz und knackig. Das ist wirklich die Definition, wie das gedacht ist, schätze ich mal. So, prima. Das ging schneller, als ich dachte. Dann können wir uns tatsächlich auch noch das andere zweite in der Mitte angucken. Die Piranha Plant Plains. Piranha Plants are back to the woods. Pflanzen. Tschüss. Oh, oder auch nicht. Die triggern wir einmal an. Ah, da muss ich zweimal sogar. Gut, passt. Kann ich da rein? Nö. Das wollen wir nicht berühren. Das wollen wir auch nicht berühren. Nicht eine Blume. Schade. Muss ich das hier mit Timing machen? Zack, zack. Okay. Und zack. Oh, das ist ganz schön langsam, das Ding. Und jetzt kann ich hier... Ach so. Verstanden. Okay. Das war blöd. Nee, 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 nee. Hilfe. Aber es fühlt sich an, als müsste gleich das Ziel kommen. Jawohl. Huh, deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf schneller gegangen, weil ich so wollte, so jetzt wirklich noch zum Ziel kommen, ohne noch vorher zu sterben. Cool. Sehr schön. Alter, 35 Sekunden ist schon eine sicke Zeit. Ich war jetzt auch nicht so langsam eigentlich. Ne? Ich habe halt Pilze geholt und der wahrscheinlich überhaupt nicht. Der ist wahrscheinlich komplett durchgerascht. Der japanische Spieler da. Okay. 1,14. 18. Ach komm, wir probieren es aus. Was soll's. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Pilz. Ah, okay, ist sowas hier. Zack. Ab dafür. Oh boy. Die Shell hätten wir jetzt nochmal Probleme bereiten können. Du nicht. Stock. So, die ist eins nach unten gewandert. Dann können wir jetzt hier hoch. Du nicht. So, das wird jetzt einmal nach unten versetzt. Und jetzt können wir hier rein. Sehr schön. Und Checkpoint. Nice. Dann werden wir hier wieder einmal nach unten versetzen, das Ding. Beziehungsweise ganz weg versetzen. Und gehen hier weiter. Lass mich in Ruhe. So, das wird einmal nach oben geschoben. Das hat nicht gereicht. Warten wir noch, bis der Cooper wegläuft und dann ab nach oben. Jawohl. Oh! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da durchfalle. Okay. Okay. Wenn das Spiel das so meint, dann ist das halt so. Aber das war schon gerade, also ich hatte das Gefühl, ich bin rechtzeitig drauf gewesen, aber ich war wohl nicht rechtzeitig drauf. Na gut. Oh, da hast du schon das Ziel. Cool. Da oben gäbe es noch Münzen und so weiter, aber... Wir wollen ja eine ordentliche Zeit aufstellen.
Schön. Sehr schön. Ja, wäre ich nicht gestorben, wäre ich ein bisschen näher an dem, aber 1,14 ist trotzdem noch ziemlich krass. Okay. Dann können wir uns doch noch die Bad Duets angucken. 1,33%, 2 Minuten. Einer hat's geschafft. Und zwar Mauls. Okay. Bei beiden ist das letzte Level ihr schwierigstes Level. Na dann, ich bin gespannt, was die Ratten so Böses machen. Was habe ich jetzt ausgelöst? Ah, das da habe ich ausgelöst. Alles klar. Oh boy. Und ab dafür. Gib mir den Checkpoint. Das ist nicht das, was ich Checkpoint nenne. Nein, da gibt es noch den Checkpoint. Oh Gott, ich dachte schon, da kommt irgend so ein Viech jetzt wieder raus. So, was muss ich hier tun? Nicht darunter fallen, ist schon mal ein guter Ansatz. Da komme ich so nicht hoch. Oh. Alles klar. Wo kommt jetzt eine... Ah! Oh, no. Maus raus. Und sie kam. Und wie sie kam. Okay, aber jetzt kennen wir den Anfang. Das ist schon mal gut. Nichts allzu Wildes, was wir tun müssen. So. Nichts allzu Wildes. Hoppala. Vielleicht will ich dann gar nicht. Muss ich da hoch oder? Ich muss da hoch, dass die einmal schießen, ne? Jetzt aber weg, 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 weg. Oh no! Aber wie soll ich die da rüberkriegen? Wie soll ich die da rüberkriegen? Ach, das ganze Ding fährt darüber. Ah, jetzt habe ich... Ich habe das nicht gerafft. Ich fahre mit dem Ding unter... Ja, alles klar. Ich bin natürlich wieder komplett lost. Wow. Also, ja, war ich komplett lost. Ich habe das komplett falsch verstanden. Ja, da ist mein Checkpoint. Der ist jetzt auch genau richtig an der Stelle. Okay. Die Pflanze da gefällt mir nicht. Ich muss das Ding hier erstmal höher ziehen. Ja, so nämlich. Und dann mit der... Oh, scheiße! Okay, nochmal von vorn. Aber die kann ich loswerden, die Pflanze. Warte kurz. Wenn die einmal vorgeht... Yes! Sonst muss ich erstmal wieder schießen. Gut. Und dann schieben wir das hoch. Nein, das reicht. Oh boy. Ah, das ist eine unangenehme Stelle. Kann ich das irgendwie? Nee, kann ich nicht. Yes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Okay.
da werde ich blockiert. Das heißt, ich gehe erstmal ganz normal mit der Maus hoch. So. Jetzt könnte ich hier wieder zurück, aber will ich doch eigentlich gar nicht. Das reicht. Nee. Aber was will ich hier tun? Jetzt kann ich die wegmachen. Ach so! Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Nein! Nein! Lost. Oh, jetzt ist die wieder... So, jetzt ist die aber richtig. Gut. Eieiei, ich mache einen Quatsch hier. So. Vorsichtig. Da kommt was raus. Eine Maus. Okay. Die Frage ist, will ich den Block nach unten auslösen oder will ich den nach oben auslösen? Ich will hier auf jeden Fall rein. Ah! Jetzt zieht's die nach unten. Alles klar. Wo ist er? Okay, ich muss das mit den Blöcken teilen. Alles klar. Jetzt machen wir erst die Pflanze nochmal weg. So. Nein! Nein! Ah! Mist! Nein, das war zu weit! Muss doch erst... Nö. Muss doch erst die Kanone auslösen. Ancient Skinner. So. Eieiei. Gut, das geht jetzt schneller. Jetzt wissen wir, was wir hier vorhin falsch gemacht haben. Ja, das... So. Gut. An sich ja alles kein Thema. Auch das ja überhaupt kein Thema. Das haben wir jetzt auch verstanden. So. Jetzt muss ich die da unten. Ich kann ja... Ah! Oh, wait, das geht viel besser, wenn ich hier bin, am Rand. Ah, Mist. Aber wenn ich am Rand bin, geht das viel angenehmer. Als wenn ich da bei den Spike-Walls mich, Ah, schade. Bei den Spike-Walls aufhalten muss. Und jetzt hoch! Ah! Nice. Und ab dafür. Nein. Oh, wait. Wait, ich sehe noch was Besseres. Ich sehe noch was viel Besseres. Ich kann es direkt dahinter machen. Das ist noch viel besser. Das ist noch viel besserer. Hoch. Yes! So. Und jetzt ein geherzter Sprung, beherzter Sprung. Okay.
Verkehrs- und Leben. Ah, Ziel. Nice. Okay, Level schaffen ist nicht so schwierig, aber die Zeit, die Maus aufgestellt hat, ist schon ordentlich. Huh. Ne? 2,16, da muss man schon ganz gut durchkommen. Aber das Level ist großartig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann sind wir auch bei einer ordentlichen Zeit für den, ja, Partlänge, wollte ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.